Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute! Es geht heute um drei Gesetzesentwürfe der Grünen Kommunisten. Anders kann man die ganze Koalition nicht mehr nennen. Sie alle wollen planwirtschaftlich die Stromerzeugung aus sogenannten Erneuerbaren in kürzester Zeit drastisch erhöhen. Als Begründung wird die Alternativlosigkeit benannt und dass der Krieg in der Ukraine die Notwendigkeit beschleunigter Abkehr von fossilen Energieträgern einmal mehr aufgezeigt hätte. Nicht nur, dass Sie das Leid des ukrainischen Volkes durch den Krieg hier in unerträglicher Weise missbrauchen, um eine völlig nutzlose, nur schadenverursachende Sanktionspolitik gegen russische Brennstoffe zu rechtfertigen. Sie behaupten auch noch wider besseren Wissens und damit bewusst lügend, weil hundertfach widerlegt, dass andere Länder unserem selbstmörderischen Vorbild folgen. Ein Sprichwort der Dakota sagt, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Statt nun aber von diesem toten Pferd Energiewende abzusteigen, versuchen die Grünen Kommunisten es. Herr Gremlin, ohne Restalkohol geht es besser. Abzusteigen versuchen die Grünen Kommunisten es mittels eines gewaltigen. Entschuldigung. Herr Hilse, ich bitte, dass Sie sich erstens entschuldigen und zweitens auch diese Begriffe weder Nazi noch Kommunisten benutzen wir hier im Hause. Da würde ich Sie auch drum bitten. Also Kommunist ist jetzt verboten? Das können Sie gerne zu Protokoll nehmen, weil wir gesagt haben, wir benutzen solche Begriffe hier im Hause nicht. Man muss sich nicht dran halten, aber ich will trotzdem darauf hinweisen. Ich bitte drum. Ich habe die Redezeit angehalten, Herr Hilse. Sie können jetzt weiter vorfahren. Alles klar. Ich entschuldige mich vermutlich bei Herrn Gremmels. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie unter Restalkohol stehen. Also, okay. Versuchen die Grünen Kommunisten es mittels eines gewaltigen neuen Schuldenberges namens Sondervermögens-, Energie- und Klimafonds wieder zum Laufen zu bringen. Da ist die Rede von einer Ausbaurate von 10.000 Megawatt jährlich für die Windenergie im Land, um in 2030 die Fantasiemenge von 130.000 Megawatt installierter Leistung zu erhalten. Das wären ab sofort 2.000 Vogelkiller der 5-Megawatt-Klasse, das sind die richtig großen, pro Jahr. Dafür bräuchten wir pro Jahr 5 Millionen Tonnen Beton, 11 Millionen Tonnen Stahl, immerhin ein Viertel der deutschen Jahresproduktion, 430.000 Tonnen Aluminium, 1 Million Tonnen Kupfer und zehntausende Tonnen von Rohstoffen, die wir importieren müssen. Und von gleicher hirnrissiger Qualität sind die Ausbauziele in der Photovoltaik bloß noch absurder. Da soll es von rund 65.000 Megawatt installierter Leistung gar auf 215.000 Megawatt gehen pro Tag. Dazu 60 Megawatt müssen dazu hinzugebaut werden. Grob gerechnet wären das 600.000 Quadratmeter Fläche oder 80 Fußballfelder jeden einzelnen Tag. Die Stadt Dresden plant sogar, die Frauenkirche und die Semperoper mit dem chinesischen Müll zu verunstalten. Und wenn dann die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, ist der Ertrag trotzdem null. So wie 130.000 Megawatt mal null null sind, sind auch 354.000 Megawatt mal null null. Welch ein Irrsinn, welch eine Anmaßung spricht aus diesen Gesetzentwürfen in Anbetracht von 4.300 maroden Autobahnbrücken. Wer in der Regierung denkt sich diese hirnrissigen Zahlen aus? Diese Gesetze wurden von Ideologen und Realitätsverweigerern getrieben. Die schamlose Krönung ist, dass in diesem Gesetz steht, für die Bürger gäbe es keinen Erfüllungsaufwand, außer natürlich den höchsten Energiekosten der Welt, dem massenhaften Verlust wertschöpfender Arbeitsplätze und der Verelendung weiter Teile des deutschen Volkes. Wer all das nicht will, wendet sich von den Altparteien ab bei den zukünftigen Wahlen und wählt die einzige Alternative. Schönen Tag. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Konrad Schmidt.